Am Nachmittag, am Morgen? Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen ist, dass Edvard Munchs Gemälde Der Morgen danach bei Weimar ausgestellt war. Und es ist eigentlich ziemlich sicher anzunehmen, dass Pechstein dieses Bild studiert hat. Wir sehen Charlotte Caprolat, genannt Lotte. Er lernt sie kennen, nachdem er in Italien und in Paris einige Zeit verbracht hat. Und sie verlieben sich einander und sie wird eines seiner wichtigsten Modelle für die nächste Zeit. Wir sehen, das ist ein liebender Blick. Dieses wunderbare Gemälde war über Jahre in der bedeutenden Sammlung von Ismael Littmann in Breslau. Durch eine Beschlagnahmung kam es in die Nationalgalerie in Berlin und wurde restituiert. Jetzt ist es ein Highlight unserer Sommerauktion.